Ja, ich weiß, hier ist irgendwas. Ja, ich weiß, hier ist giftig. Geht's weiter, oder? Nein, hier gehen wir wieder zurück. Da geht's weiter. Eben. Oh ne, das ist eine Tür. Ja, das hier weitergeht. Ja. Super wird. Hier gespeichert, da ist auch nichts gut. Seid vorsichtig. Seid vorsichtig. Ich melde nur durch. Ach, kann ich nicht, wenn ich die nicht besiegt habe. Okay. Jetzt kommt ihr dran oder wer kommt jetzt hier dran? Mit euch. Was habt ihr hier immer? Was habt ihr dabei? Mhm. Das Geld. Und wahrscheinlich ihr noch, ne? Was kommen die hier? Wie ihr meint. Die anderen kommen wahrscheinlich dann zuletzt. Da bist du. Los geht's. Wir haben Usain. Nee, die brauche ich gar nicht mehr kommen. Ich hab den Wert. Jetzt hier. Ben. Hä? 3 von 2. 3 von 4 Paaren. Ein neues Speichern. Was bist du? Und wieder Kampf, ja genau. Natürlich. Oh. Nur nicht um den hier. Was schon immer fertig ist. Mal was machen also. Ja, ist klar. Ist das dein Ernst?
oben aus. Du. Oh. Ich klär das schon. Wer ist da am Bussen? Schon erledigt, wie immer. Ja. Ist es, könnte sich jeder Geist nehmen, aber nein, die zwei hier stehen nur rum. Am besten hier hin. Du gehst am besten hier hin. Ich bin hier. Ja, okay. Bin die ganze Zeit da. Ja, ich bin ein bisschen ruhiger, aber wir links versessen. Ja, das soll wird aber geil. Und jetzt wird wieder Geisterambus verwendet. Hier wird jetzt auch nochmal Geisterambus verwendet. Hallo, ich. Nein, verwenden, danke. Und noch mal irgendwo? Schön für dich, dass du den Lobin angönnst. Ich glaube, ich habe mir so gezielt. Oh no, es ist einfach umgefallen. Es ist. Los geht's. Weiter geht's. So, wie lange geht das hier eigentlich noch? Ohne Witz. Natürlich. Ich hoffe, ich habe nachher nicht wieder überall Blut an den Kleben. Oh. Endlich, jetzt greif den Geist an und alles andere. Du auch, Alter. Ich will dir das schon. Die Idee angreifen müssen. Ich liebe ja, hier halt, ne? Das ist auch ein bisschen selbstverständlich. Game. Fertig. Hier hinten gerade, jo. So ist es richtig. Hurra! Wohin denn? Kriegen die Tür da hinten auf? So war das, wenn ich flüchten können, wurden die gesperrt. Aha. Hier müssen wir links. Und hier wird noch einiges auf uns warten, habe ich das Gefühl. Mit Golem sprechen? Mein Name ist Carradine. Ich möchte mich gar nicht daran erinnern, aber früher war ich für die Zwerge von Orsama ein Paragon. Wenn ihr zum Amboss wollt, müsst ihr euch meine Geschichte anhören. Sonst wiederholt sich alles. Oh nee. Carradine? Wie der Herr Carradine von Kennedys Kreuzung? Ich habe zu meiner Zeit vieles hergestellt, aber berühmt gemacht und mir meinen Status verschafft. Hat mich ein einziger Gegenstand. Der Amboss der Leere. Ich konnte damit Männer aus Stahl oder Stein erschaffen. So beweglich und klug wie die besten Soldaten. Als Armee waren sie unüberwindlich.
Aber ich habe niemandem erzählt, um welchen Preis. Kein Schmied, wie begabt er auch sein mag, kann Leben erschaffen. Damit meine Golems lebten, musste ich ihr Leben von woanders hernehmen. Ding. Klingt nach Blutmagie. Ein gefährlicher Pfad. Die dunkle Brut nahte. Anfangs benutzte ich nur Freiwillige. Tapfere Seelen, die ihr Leben geben wollten, um ihr Heimatland zu verteidigen. Aber König Valtor wurde gierig und zwang Männer dazu. Kastenlose und Verbrecher. Seine politischen Feinde. Alle kamen auf den Amboss. Ich musste erst selbst den Hammer spüren, um das Ausmaß meiner Verbrechen zu erkennen. Also habt ihr ihn weggesperrt, außer man hätte Verwendung dafür? Nein. Ich habe mich hier eingeschlossen, um einen Weg zur Zerstörung des Ambosses zu finden. Er darf nie wieder benutzt werden. Nein! Der Amboss gehört mir. Niemand nimmt ihn mir weg. Ihr, bitte, helft mir, den Amboss zu zerstören. Lasst ihn nicht noch mehr Seelen versklaven. Ihr wart ein Paragon. Ich helfe euch, wenn ihr einem neuen König unterstützt. Hört nicht auf ihn. Er ist seit 1000 Jahren hier gefangen und völlig wahnsinnig. Verhelft mir zu dem Amboss, dann werdet ihr eine Armee bekommen, wie es noch nie eine gegeben hat. Branka, du verdammter, verrückter Nackschwanz. Bedeutet dir das Ding so viel, dass du nicht siehst, was du geopfert hast, um es zu bekommen? Seht euch um. Sollte so etwa unser Reich aussehen? Ein zerfallener Tunnel, vollgespuckt von der dunklen Brut? Der Amboss bringt uns unsere Pracht wieder zurück. Der Amboss versklavt lebende Seelen. Er muss zerstört werden. Lebende Seelen leiden ständig. Bauern, die das Feld bestellen, sind auch gefangen. Brennen wir deshalb ihr Land nieder? Bauern sind aber nicht ewig auf ihren Feldern. Das ist wohl kaum ein brauchbarer Vergleich. Angesichts seiner Fähigkeiten scheint es mir eine Verschwendung zu sein, den Amboss zu zerstören. Der Sache ist zu wichtig, um ihn zu verlieren. Nein, ich kann das nicht zulassen. Zu mir, Golems! Verteidigt den Amboss, was es auch kostet. Was war jetzt der Entscheid? Schalten wir sie schnell aus! Ja! Dann war schon entscheidend, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Also doch werden wir, aber erst später. Bleiben sich die Kugeln da hinten ja selbst an. Wie erst ist die Kugel sich selbst gerade erledigt. Geil. Elektrisieren. Das war's, richtig? Ja.
Ja. Hier bin ich. Steht vor meinem Loot. Da ist er, der Amboss der Leere. Welch süße Macht. Du hast den Amboss gefunden. Bist du jetzt zufrieden? Lass uns nach Orsamar zurückgehen und die freudige Nachricht verbreiten. Seht nur, er ist es wert. Er ist jedes Opfer wert. Der Amboss ist genauso, wie ich ihn mir erträumt hatte. Ja, das hätte ich wissen müssen. Ich dachte, du wärst zufrieden, sobald du den Amboss hast. Vielleicht könnte ich ihn jetzt benutzen. Eine Belohnung für den Sieg über Carradine. Ihr wolltet doch eine Krone. Oder strebt ihr jetzt Höheres an als den lächerlichen Thron von Orsamar? Krone eines Paragons muss die Versammlung abzitieren. Tretet beiseite. Dann schmiede ich sie für euch. Übergebt sie, wem ihr wollt. Ist sie. Ein hässlicher Haufen Metall, der blendend auf leere Schädel passt. Geht jetzt. Ich werde einige Zeit brauchen, um alle Geheimnisse hier zu enträtseln. Aber der Amboss ist böse, Branka. Ihr dürft ihn nicht weiter benutzen. Ich kann ihn hören. Er will wieder benutzt werden. Er spricht mit 100 verschiedenen Stimmen. Ihr müsst sie doch auch hören. Der Amboss treibt euch in den Wahnsinn. Ich höre nichts. Aber sie rufen mich. Ich höre sie schon seit 2 Jahren. Direkt hinter dem Tunnel. Sie sprachen zu mir. Hast du nicht gehört, was Carradine gesagt hat? Hunderte von Zwergen wurden zu Golems gemacht. Und als ihre Körper zerstört wurden, waren ihre Seelen in dem Amboss gefangen. Das ist es, was du hörst. Nein, das ist nicht wahr. Du lügst! Wie viele Lebenden wollt ihr eure Machtungen noch opfern? Aber ich glaube nicht, dass das Carradine war. Carradine würde sich nie gegen seine eigene Erfindung wenden. Er war ein Genie. Der Beste von uns allen. Er muss sich geirrt haben. Der Amboss ist die Erlösung für Orsamar. Carradine war bereit zu sterben, wenn der Amboss nur zerstört würde. Die Stimmen. Sie rufen mich schon so lange und ich habe nicht einmal... Oh,
Hespeth wollte es mir sagen, aber ich habe nicht zugehört. Du musst es wieder gut machen. Die Branka, die ich kannte, würde das Richtige tun. Der Amboss muss zerstört werden. Er ist eine Abscheulichkeit. Geh zurück nach Orsama. Sie erfahren besser nicht, was aus mir geworden ist. Dafür muss das Kerl sterben. Hat sich nicht sehr gelohnt, ne? Könnte jetzt eigentlich einen Speicherstand laden, ne? Sollen wir einen Speicherstand? Ach komm. Wir laden.